Die Weltgeschichte als Kolonialgeschichte. Zweiter Teil. Europa erobert die Tropen. Die Begehrlichkeit nach fremder Länder gut ist so alt wie die Geschichte der Völker. Schon im Altertum beginnt die Kolonialgeschichte. Am Mittelmeer gründeten die Phönizier Handelsplätze. Dem Niltal folgend vergrößerten die Ägypter ihr Reich. Die Griechen eroberten Land für Handelsplätze und Siedlungen. Die mächtigen Reiche Alexanders des Großen und seiner Nachfolger erstreckten sich weit in tropisches Gebiet. Die Römer machten die ganze alte Welt zu ihrer Kolonie. Bis Indien reichten die Handelsbeziehungen. Jahrhunderte des Zerfalles sind nötig, um Rom, diese erste einheitliche Welt, aufzulösen. Der Riegel des Mohammedanismus sperrte Europa im Mittelalter völlig von den Tropen ab. Das Verlangen nach den Schätzen Indiens ließ den Plan reifen, dieses Wunderland durch Umsegelung Afrikas oder eine Fahrt nach Westen rund um den Erdball zu erreichen. Es ist kein Zufall, dass die Entdeckerzeit mit der Vertreibung der Mauren aus Spanien in diesem Lande beginnt. Kolumbus wählt den Westweg. Als er landet, findet er statt Indien Amerika. 1498 umsegelt von Portugal aus Vasco da Gama Afrika und erreicht Indien. Spanien dehnt seinen Kolonialbesitz in Amerika aus. Zwei Vizekönigreiche, Neumexiko und Peru, beherrschen diese Kolonien. Auch Portugal sichert sich wertvolle Kolonien. Die erstarkenden Nationen Westeuropas treten ein in den Wettbewerb um die entdeckten Gebiete. Den Niederlanden schafft die Befreiung vom spanischen Joch hierzu die Basis. Sie verdrängen Portugals Handel in Indien und gründen auf den Sunda-Inseln ein blühendes Kolonialreich. Seit dem Ende der inneren Kämpfe kann auch Frankreich Kolonialpolitik treiben. Frankreich schafft sich Kolonialbesitz in Nordamerika. Der Sieg über die Armada, die Flotte Spaniens, bahnt die Machtstellung Englands zur See an. England kolonisiert in Nordamerika, besetzt Australien und legt den Grund zu seinem indischen Kolonialreich. 1783 lösen sich aus den Kolonien Nordamerikas die Vereinigten Staaten von England los. 1810 bis 1830 trennen sich die Staaten Südamerikas von Spanien und Portugal. »1848 erstrecken sich die Vereinigten Staaten von Ozean zu Ozean. Von allen Kolonialstaaten erweitert in Amerika nur England seinen Besitz, und zwar in Kanada. Das Ende der Kolonie Amerika ist die politische Selbstständigkeit. Und Deutschland? An der Aufteilung der Erde hat es keinen Anteil. Der Höhepunkt deutscher Kolonisation lag im Mittelalter, als die Hansa die Herrin des nordischen Handels war. Als die Ritterorden die Ostseeprovinzen zu deutschem Lande machten. Die Italienpolitik der deutschen Kaiser und die inneren Kämpfe entzogen der Kolonisation den nationalen Rückhalt. Nur Brandenburg hatte 40 Jahre lang in Afrika eine Besitzung. Noch heute steht in Emden das Haus, von dem aus der große Kurfürst die Kolonie verwalten ließ. Um 1800 hat Deutschland keinen Fußbreit Kolonialbesitz.